darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz am 11. Spieltag. Heimspiel SC Pfullendorf gegen Hessen Kassel. Endstand 2:2. Verdientes 2:2 in der 87. Minute. Ich denke, darauf können wir aufbauen. Darf Sie recht herzlich begrüßen. Auch einen recht herzlichen Willkommensgruß an die Pressevertreter. Sowie zu meiner rechten Seite der Trainer von Kassel, Uwe Wolf. Darf ich noch bitten, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, guten Tag zusammen hier im Vibraum. Hören noch andere Gäste auf zu? Nein. Okay, dann alle hier im Vibraum. Guten Tag zusammen. Ja, ich denke, wir sind hierher gefahren, um zu gewinnen. Und ja, war am Anfang sehr abwartendes Spiel. Beide Mannschaften haben sich abgetastet in der ersten Halbzeit. Ja, dann haben wir der ein oder andere Konter, aber den wir nicht zielstrebig genug zu Ende spielen. Ja, dann kommen wir, Pfullendorf löst sich aus der Pressing-Situation und dann machen sie auch ein schön herausgespieltes Tor. Ja, nichtsdestotrotz sind wir zurückgekommen vor der Halbzeit, machen dann auch, denke ich mal, einen verdienten Ausgleich und haben uns auch dann in der Halbzeitpause nochmal viel vorgenommen, weil das braucht man nicht geheim halten. Wir haben natürlich auch dieses Jahr andere Ansprüche, wollen zwar den Ball flach halten, aber ich denke, wir hatten einen guten Start. Wir haben gesagt, hier spielen wir in Pfullendorf, da holen wir den Dreier und dann machen wir auch das 2:1. Und dann danach aber waren wir dann nicht mehr in der Lage, ob das jetzt am Gegner lag oder an uns lag, das werden wir jetzt mal in den nächsten Tagen analysieren, dass man eben einfach einen Ballbesitz nicht mehr spielen konnte. Ja, ich sage immer, du kontrollierst auch einen Gegner, wenn du einen Ball hast, wenn du einen Ball kontrollierst. Und dann sage ich mal, müssen wir eigentlich dann irgendwann einen Ball kontrollieren und das 3:1 nachlegen. Dann wäre die Messe gelesen gewesen, wie es so schön heißt, aber das ist uns nicht gelungen. Und Pfullendorf hat natürlich auch nicht aufgesteckt, ist ja logisch, ja, weil mein Kollege hat ja sicherlich auch nichts herzuschenken. Und Pfullendorf haben wir auch gewusst, in der Tabellensituation, die werden natürlich auch punkten wollen, auch wenn es nur ein Punkt ist. Ja, dann haben wir dann nochmal eine brenzlige Situation verhindert, wo wir uns dann einen Schuss reinwerfen, wo ich eigentlich den Ball schon drin gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz haben wir es dann einfach nicht verstanden, was ich eben schon angesprochen habe, den Ball zu kontrollieren. Und so bekommen wir dann auch 3 Minuten vor Schluss den Ausgleich, indem dass man einfach einen Ballverlust im Mittelfeld hatten. Ja, und der Ball, als der dann in die Mitte kam, war er dann letztendlich nicht mehr zu verteidigen. Mit ein bisschen Quäntchen hätte man es vielleicht dann nochmal drehen können mit dem Lattenkopfball, das Ricky Pinheiro von Herzen gegönnt oder uns gegönnt. Aber ich denke dann einmal, ja, Pfullendorf hat auch alles versucht und so blieb es beim 2:2. Ich sage jetzt schon, die 2 Punkte werden uns wehtun, die uns hier fehlen. Ja, vielleicht noch ein paar Spiele. Wir hätten gern, dass wir einen Zweierschnitt aus jedem Spiel mitnehmen. Das hätte man machen können, wenn wir gewonnen hätten. Wir 21 aus 10 gehabt, jetzt haben wir 19 aus 10. Jetzt müssen wir halt in den nächsten Spielen nachlegen. Ich wünsche Ihnen hier in Pfullendorf, meinem Kollegen, alles Gute und vielen Dank. Jawohl, vielen Dank. Adnan Sijavic, bitte. Gut, ich denke, man hat uns von der ersten Minute angemerkt, dass wir hier ein bisschen was bewegen wollen, dass wir auch auf einen Heimsieg aus waren. Ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel diktiert, haben gut nach vorne gespielt, hatten auch vorm 1:0 ganz passable Torchancen, wo es vielleicht mit ein bisschen Glück auch ein bisschen früher hätte fallen können, das 1:0. Machen dann wirklich über einen guten Spielzug, wo Silvio sich erst ins Mittelfeld reinfallen lässt auf die Außenbahn und dann aber wieder in der Spitze zu finden war, wo er dann letztendlich dann auch vollstreckt. Haben wir da wirklich gut auch ausgespielt. Kriegen dann das Gegentor, wie es bei uns halt immer so ist. Ich weiß auch nicht wieso, es ist dann ein abgefälschter Schuss, wo halt einfach auch viel Pech dabei ist. Gut ist vielleicht auch, oder man sagt ja einfach, wenn die Tabellensituation so ist, dass man unten steckt, dass man dann halt auch Pech hat. Ärgerlich ist, denke ich, das 2:1, weil es eine Standardsituation ist, wo wir doch oft genug darauf hinweisen, dass man da halt einfach konsequent agieren muss. Da haben wir den Ball halt nicht wegbekommen. Trotzdem, denke ich, hatten wir auch in der zweiten Halbzeit, denke ich, ja, einfach trotz schwerer Verhältnisse, Platzverhältnisse, eine ganz gute technische Spielanlage und ja, haben, denke ich, nicht aufgesteckt, sehr viel Moral gezeigt, am Schluss nochmal alles nach vorne geworfen,
Uns ist dann das 2-2 noch, denke ich, hochverdient gelungen. Wie gesagt, wir können sicherlich gut damit leben, weil die Jungs oder weil es den Jungs sehr viel Moral geben wird. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Punkt bei den Heimspielen oft immer ein bisschen wenig. Wir haben seit gestern, glaube ich, die rote Laterne. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt nach dem Punkt jetzt aussieht. Ja, also einen Platz haben wir gut gemacht. Gut, hilft auch nicht großartig. Wir müssen schon schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Ich denke, vorm Spiel, ja, weil Kassel natürlich dieses Jahr sehr hoch einzuschätzen ist, wären wir natürlich zufrieden gewesen mit dem 2-2. So wie das Spiel dann war. Und ich denke, dadurch, dass wir, denke ich, ja, ein, zwei Torchancen mehr hatten als der Gegner, vielleicht auch ein bisschen mehr vom Spiel hatten, wäre natürlich auch ein Sieg drin gewesen. Aber gut, wie gesagt, ich kann damit ganz gut leben. Und jetzt müssen wir halt auswärts 3 Punkte holen. Danke. Fragen von der Presse? Hartmann, du hast ja zuletzt mehrfach bemängelt, was auf den letzten 25 Metern vom gegnerischen Tor passiert. Dort bewegt sich ja meistens der Silvio Battaglia und das sah doch heute aber schon ganz anders aus, oder? Gut, ich denke, es liegt nicht immer an Silvio Battaglia, ob wir jetzt Tore schießen oder nicht. Ich denke, dafür ist auch das offensive Mittelfeld zuständig, um da einfach schwerer auszurechnen zu sein. Trotzdem freut es mich natürlich für Silvio, wenn man bedenkt, dass er natürlich aus der Landesliga kommt, bis er jetzt 5 Tore geschossen hat. Ich glaube, das haben zuletzt ganz andere Kaliber nicht geschafft, in so kurzer Zeit einfach ein paar Tore auf seinem Konto zu haben. Der Junge ist gut, aber wir haben es, denke ich, auch ganz gut gespielt. Auch Bentele war sehr aktiv heute. Habil Januzzi auf der anderen Seite, denke ich auch. Sie können natürlich Situationen lösen im 1 gegen 1, weil sie einfach die Technik dazu haben und auch die Geschwindigkeit. Und von dem her war ich sehr zufrieden damit. Wie gesagt, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir Außenmittelfeld natürlich noch ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen, wenn man sieht, dass der Gegner zum Anschlusstreffer kam oder zum 1-1 kam durch den Fernschuss. Wir, glaube ich, keinen einzigen hatten heute einen Fernschuss, ja, weil wir es halt wieder dann ein bisschen kompliziert probiert haben. Aber heute sind wir besser durchgekommen, ja, weil wir ein bisschen mehr Wille reingesetzt haben, denke ich, in unsere Aktion, waren dadurch dann auch immer sehr gefährlich. Und von dem her passt es. Noch eine Frage von Herrn Witt. Ja, ich hätte gerne eine Frage an den Kasseler Trainer Uwe Wolf. Herr Wolf, Sie haben heute zum ersten Mal von Beginn, wie angekündigt, den Sebastian Schmeer eingesetzt, haben ihn dann aber zur Halbzeit wieder rausgenommen. Waren Sie mit ihm nicht zufrieden? Ja, so, ich habe halt gedacht, dass Sebastian vielleicht die eine oder andere Aktion glücklicher abschließt und ja, gestern im Abschlusstraining hat von beiden eigentlich einen besseren Eindruck in Tobias Damm gemacht. Aber wie gesagt, da wollte ich gestern oder auf heute nichts mehr groß ändern. Habe ihm auch schon Anfang der Woche signalisiert, dass er hier gute Chancen hat, aufzulaufen von Beginn an wieder. Aber Sie wissen ja oftmals, wie das ist beim Stürmer, wenn er dann seit Wochen mal nicht getroffen hat, dann setzt er sich auch selbst zu viel unter Druck und kann die Bälle dann nicht so festmachen, wie wir uns das gewünscht haben, hat oftmals zu kompliziert gespielt. Und aus dem Grund habe ich mich dann ab der 46. Minute für Tobias Damm entschieden. Weitere Fragen? Demnach keine. Bevor ich die ausführliche Pressekonferenz beenden darf, möchte ich natürlich dem Kollegen Herrn Wolf und seiner Mannschaft eine gute Heimfahrt nach Kassel wünschen. Es ist ein paar Kilometer vor euch, dass ihr staubfrei heimkommt. Wir freuen uns, euch wieder nächstes Jahr dann hier in der Geberit Arena begrüßen zu dürfen oder auch in der dritten Liga, Herr Wolf. Wünschen Sie Ihnen natürlich, bedanken möchte ich mich auch bei allen Ihnen heute, dass Sie zu Gast in der Geberit Arena waren und darf Sie auch darauf hinweisen, dass wir in 3 Wochen das nächste Heimspiel haben, am 20. Oktober. Dann ist zu Gast um 14 Uhr Bayern Alzenau. Wir möchten ja dieses bayerische Flair etwas hier in Fullendorf nutzen und werden dann hier im VIP-Raum auf so ein Oktoberfest eingestimmt sein. Das heißt, wir freuen uns auch, wenn Sie dann in Lederhosen und Dirndeln kommen. Wir werden so vertreten sein. Ein schönes Wochenende, zum Wohl noch und danke.